Mein Name ist Matthias Utzunow und ich bin Referent bei der Bundeszentrale für politische Bildung im Fachbereich zielgruppenspezifische Angebote und dort betreue ich den Bereich digitale Spiele. Also wir behandeln das Thema Gaming schon sehr lange. Wir haben bereits in den frühen 90er Jahren angefangen, Publikationen dazu zu veröffentlichen. Da ging es hauptsächlich um das Thema, wie verwenden wir Spiele, also wie wirken Spiele. Und das hat sich gewandelt im Laufe der Zeit. Mittlerweile haben wir ein sehr breites Angebot bezüglich digitale Spiele. Ein Beispiel haben wir die Webseite spielbar.de, wo wir digitale Spiele pädagogisch testen und einschätzen. Außerdem haben wir eine sehr umfangreiche Veranstaltungsreihe, das ist die Eltern-LAN. Das ist genau das, wonach es klingt, das ist eine LAN-Party-Reihe für Eltern, wo wir das Medium erkunden gemeinsam, wo wir auch spielen und dann darüber sprechen. Ja, also Gaming hat ja vielfältige Anknüpfungspunkte zur politischen Bildung. Und neben einem medienpädagogischen Anknüpfungspunkt, also wie gehen wir mit dem Medium um, sehen wir auch den Anknüpfungspunkt bei dem Nutzen von digitalen Spielen zur Bildung. Also beispielsweise im Bereich Serious Games. Und dazu haben wir 2016 zum ersten Mal einen Game Jam ins Leben gerufen. Das ist eine Entwicklerkonferenz, wo wir 50 Entwickler aus ganz Deutschland einladen, mit uns 3 Tage lang digitale Spiele zu entwickeln, die geeignet sind, um damit politische Bildung zu machen. Das haben wir fortgeführt. Wir haben auch 2 Titel daraus weiterentwickelt und fast zur Marktreife gebracht. Die werden jetzt im Laufe des Jahresendes veröffentlicht. Und dahin wird auch die Reise vermutlich im kommenden Jahr gehen.